So, guten Morgen aus Los Angeles. Ja, ich bin auf dem Weg zum Sport. Da hinten kreist ein Helikopter über dem Strand. Ja, ich zeig dir das mal kurz hier. Es ist Sonnenaufgang. Es ist noch keine 7 Uhr. Und ja, ich gehe heute wieder ins Gold's Gym. Tasche ist gepackt, Sporttasche. Ich bin noch ein bisschen verpennt. Aber naja, egal. Muss man halt mal durch, ne? Und ja, gestern habe ich einen ruhigen gemacht, gestern habe ich kein Video hochgeladen, weil ich gestern gearbeitet habe, den ganzen Tag gehasselt habe und ja, muss auch mal sein. Und damit ich halt nicht durcheinander komme mit den Videoschneiden und, habe ich gedacht, hey komm, dann konzentriere ich mich nur auf meine Arbeit, womit ich auch Geld verdiene. Na, muss ja auch mal sein. Man kann ja nicht nur rumreisen hier durch die Welt und so. Was soll das denn? Was ist das für eine Einstellung, Leute? Ja? Eine coole Einstellung, oder? Hey Leute, egal. Da ist das Gold's Gym. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon. Jetzt dann erstmal Umkleidekabine umziehen und dann auf den Stepper. Es ist Brusttraining dran, Brust und Bauch. Zwar sage ich ja immer, ich habe ja schon einen Bauch, aber alle sagen ja immer, der zählt nicht, weil der ist ja kein Sixpack. Naja, scheiße, wa? Und Helikopter kreist da immer noch. Die suchen wohl was. Oder die machen Filmaufnahmen. Die machen ja auch oft Filmaufnahmen. So, dankeschön. Man sollte auch nicht so viel quatschen und gucken, dass die Autos hier auch stehen bleiben. Der hat schon ganz doof geguckt. Und ja, Parkplatz ist voll. Und ich zeig dir nochmal das Studio und bin dann weg. Ich bin am Weg. Ich zeige euch nochmal das Studio hier von oben. Und jetzt mache ich mit euch eine kleine Tour. Und ja, bis gleich. Fertig trainiert, jetzt laufe ich hier am Strand zurück und lasse noch mal so ein bisschen die Seele baumeln. Ja, ich habe die ganze Zeit ja Termine auch und ich versuche auch Termine zu machen mit Leuten. Teilweise wollen nicht vor der Kamera, teilweise wollen sie vor der Kamera. Zum Beispiel Prinz Alexander von Anhalt, der ist aber gerade nicht in L.A. Da habe ich mich, mit ihnen habe ich mich in Deutschland verabredet. In 3 Wochen oder so. Er ist auf jeden Fall für geschäftliche Termine in Deutschland und dann mache ich mit ihm ein Interview. Dann der Currywurstmann, den habe ich auch angeschrieben, der hat mir gestern zurückgeschrieben. Leider hat er keine Zeit, sich mit mir zu treffen für ein Interview. Bastian Jotta, der hier unten am Strand ein paar Häuser weiter wohnt, also ja, so vielleicht 2 Kilometer oder 1 Kilometer zu Fuß. Hat mir leider noch nicht zurückgeschrieben. Finde ich sehr schade. Ich hätte ihn gerne getroffen für ein Interview. Und Ralf Möller habe ich jetzt gerade im Fitnessstudio nochmal getroffen. Ja, er hat zwar Hallo gesagt und mir die Hand geschüttelt, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass er keinen Bock hat.
Ich habe ihn schon ein paar Mal angeschrieben gehabt über Facebook und vor 2 Jahren oder so hat er auch mal geantwortet oder so, aber jetzt die letzten paar Mal hat er nicht geantwortet und ja, keine Ahnung, ob er jetzt so im Fokus war beim Training oder so. Ich habe Ralf Möller schon öfters getroffen in Berlin, wo er halt seinen Fitnesskurs abgedreht hat. Er hat so einen Fitnesskurs für ältere Männer gemacht oder ältere Leute. Der ist natürlich gefloppt. Sehr schade eigentlich, weil die Zielgruppe ist eigentlich ganz cool. Und ich habe ihn dann nochmal in Cannes bei den Filmfestspielen getroffen und auch in München bei Jürgen Höller. Und wir hatten auch schon öfters im Gold's Gym gesehen und ja, aber wenn er keinen Bock hat, kann ich ja auch nichts sagen. Also kann ich ihn nicht vor der Kamera für euch holen. Finde ich das schade. Aber vielleicht ergibt sich das noch. Ich werde ihn noch ein paar Mal nerven. Ich habe auch den Currywurstmann zurückgeschrieben, dass wenn er 5 Minuten, 10 Minuten Zeit hat für ein Interview, soll er mal Bescheid sagen. Ich bin ja noch eine Woche hier. Bastian Jotta habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angeschrieben, aber ich werde vielleicht die nächsten Tage noch mal bei ihm schellen, persönlich. Und man muss manchmal, wenn man erfolgreich sein möchte oder werden möchte oder wie ihr das auch immer bezeichnen wollt, muss man den Leuten auf Füße treten und einfach auch mal ein bisschen nerven. Das habe ich in der Vergangenheit auch mit anderen Leuten gemacht und ja, das kommt eigentlich oft gut an bei erfolgreichen Menschen, dass man nicht sofort aufgibt beim ersten Nein. Also das solltet ihr euch vielleicht auch mal merken, hey Leute, ein Nein heißt nicht Nein, das heißt nur jetzt noch nicht. Aber nervt die Leute einfach. Mehr als ein zweites, ein fünftes oder ein zehntes Nein kann ich mir nicht einholen. Und eventuell ist das 8. Mal, dass er Ja sagt oder die Person Ja sagt, mit der ich ein Interview führen will, mit der ich mich treffen möchte. Und ja, ne, das habe ich bei erfolgreichen Verkaufstrainern gelernt. Das ist auch im Verkauf so, wenn jemand, wenn du Telefonakquise machst oder so und ja, und jemand sagt am Telefon nein, heißt das ja nicht, dass er jetzt, dass er nie was kaufen wird, sondern jetzt gerade nicht. Und warum ruft man die Leute dann nicht nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen wieder an, je nachdem, wie die Lage ist? Das ist auch bei Handwerkern so, die so ein Angebot rausschicken. Viele Handwerker setzen sich so eine Stunde hin, fahren raus zur Baustelle, machen Angebot und so. Und dann fragen die noch nicht mal nach einer Woche oder nach einem Monat, hey, wie ist das denn, mein Angebot bekommen? Und ja, das ist halt im Business normal. Die erfolgreichen Handwerker machen das sicherlich auch. Und wenn ich zum Beispiel ein Angebot schreiben würde, wenn ich Handwerker wäre, würde ich auch nach 5 Monaten nochmal schreiben oder anrufen persönlich und sagen, hey, ich habe euch doch das Angebot geschickt. Weil manchmal sind die Baustellen ja auch dann, dass die den Auftrag noch gar nicht vergeben haben nach 5 Monaten, haben aber vielleicht dein Angebot schon wieder vergessen oder so. Und dann kann man halt nach 5 Monaten nochmal fragen und dann sagt, ey geil, Sie sind der Einzige, der sich nochmal gemeldet hat. Sie kriegen den Auftrag. Also, man kann echt einfach Business machen. Und dann kenne ich dann halt die Handwerker, die sich dann hinsetzen irgendwo oder die gehen erstmal zur Baustelle, machen ein Aufmaß und schauen sich alles an. Das dauert 1 Stunde oder 2 Stunden mit Anfahrt. Dann setzen sich hin, machen ein Angebot holen, suchen die Preise raus, schicken das Angebot und dann warten die, dass der Kunde sich einfach meldet. Und sind dann sauer, dass der scheiß Kunde sich nicht meldet. Das gibt's auch. Und ja, aber jetzt ein bisschen zu viel gelabert. Es ist hier einfach schönes Wetter. Und ja, vielleicht sieht das ja der Bastian oder auch der Currywurstmann oder auch Ralf. Vielleicht siehst du das ja auch noch und hast dann ja doch noch Bock, in meinem Video aufzutauchen. Weil ich plane ja auch noch, nochmal vielleicht so als Hintergrund, ich plane ja meinen eigenen Podcast. Und da versuche ich auch immer Interviewgäste, also wenn du Bock hast, in meinen Podcast aufzutreten. Das Konzept steht schon so zu so 70-80%. Die ersten Gäste habe ich auch schon. Und ja, in 2 Wochen, 3 Wochen fangen die ersten Podcast-Aufnahmen an. Und dann werde ich erstmal ein paar vorproduzieren. Und ist der Strand nicht geil? Und keiner ist am Strand, alle sind arbeiten. Oder so wie ich gerade im Fitnessstudio. Und ja, ich plane meinen Podcast. Dazu werde ich aber sicherlich auch noch ein paar Videos machen. Weil ich vorhabe, wenn ich dann halt die Podcast-Leute habe,
wenn ich mich mit dem persönlich treffe zum Podcast, dass ich dann auch immer noch ein Video mache, ein Interview vielleicht und das auch noch raushaue. Also es wird auf jeden Fall total spannend und die ersten Gäste sind auch schon mega. Ich möchte noch nichts verraten, weil das kann sich ja immer noch was mit den Terminen verschieben oder so, aber die Leute, die, mit denen ich schon in Kontakt bin und die zugesagt haben, dass die Bock haben mit meinem Podcast, sind auf jeden Fall schon mal mega. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr über mich heute gelabert und ich da hinten ist das Santa Monica Pier und mit einem Riesenrad und so, das ist einfach cool. Ja, mit der Kamera wirst du vielleicht noch nicht sehen, hier vorne sind auch ein paar Toiletten. Diesen Parkplatz hier, den habe ich auch schon total oft gesehen im Fernsehen. Zum Beispiel bei Top Gear oder so, dass die sich hier treffen, wenn die halt dann durch Amerika fahren oder so mit ihren Wagen und so. Das ist dieser Parkplatz. Und den habe ich schon wieder erkannt. Und ja, es macht auf jeden Fall Bock. Da hinten fahren ein paar Feuerwehren. Die machen immer total viel Lärm, um nichts manchmal. Auch in New York, dann liegt dort ein Verletzter oder so und es kommen sofort 4 Wagen raus. Manchmal 2 Notarztwagen, dann noch ein Feuerwehrwagen und so für jemand, der sich ein Bein gebrochen hat oder so. Keine Ahnung, irgendwie manchmal ein bisschen übertrieben, finde ich. Und das Meer ist heute ganz, ganz ruhig. Und ja, ich werde dir jetzt noch mal ein paar Aufnahmen zeigen und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Heute mal ohne Cappy die Abendstunden am Pier verbringen und ja, ich habe den ganzen Tag drüber eigentlich gearbeitet, Videos hochgeladen, E-Mails angelegt für meinen E-Mail-Verteiler und jetzt den Abend genießen. Und wo kann man das denn besser wie halt am Meer die letzten Stunden des Tages genießen? Und ja, ich mag halt den Pazifik, aber auch das Mittelmeer finde ich geil. Wie gesagt, kann am Meer oder halt in Nizza sitzen. Wobei kann finde ich ein bisschen schöner wegen dem Sandstrand. Nizza halt mit den Steinen ist jetzt nicht so der tolle Strand, finde ich. Aber dafür ist die Promenade in Nizza ganz toll und man kann sie auch schön mit dem Fahrrad abfahren. Und ja, was soll ich da sagen? I don't know. Do you want to go to that? Vielleicht gehe ich da vorne nochmal in der Spielhalle rein mit euch und wir gucken einfach mal, ob wir irgendein Spiel spielen. Na, geht gar nicht. Oder ich muss Geld wechseln, mal gucken. Da kommen ja immer die 25 Cent Stücke rein und davon brauchst du dann ziemlich viele. Und es gibt natürlich hier diese Churro immer zu kaufen, keine Ahnung wie die heißen. Normalerweise gab es da auch ein paar Stände am Pier und jetzt gibt es halt die Mexikaner, die aus ihren Taschen verkaufen, aber ja, würde ich nicht kaufen. Es würde mich mal interessieren, wer von euch schon mal hier war. Schreibt das mal in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat, ob ihr schon mal hier wart, ob ihr hier mal hin möchtet, ob das schon mal euer Traum war oder ob ihr sagt, hey, scheiß Pier, scheiß Santa Monica, scheiß Los Angeles, zu voll, zu viel Promis. Und das würde mich echt interessieren. Schreibt das mal in den Kommentaren, ich freue mich auf eure Kommentare. Und
könnt, lasst auch ein Like da für das Video oder halt einen Daumen runter. Es gibt immer ein paar coole, die lassen immer einen Daumen runter da. Hey, finde ich okay. Wenn ihr mit eurem Leben nicht zufrieden seid, lasst deinen Daumen runter da. Und wenn ihr mir das gönnt, schreibt das auch in den Kommentaren. Hier ist ja Baba Shrimp. Me and my friend right now here. Am Times Square habe ich da auch schon, also guckt euch das Video vom Times Square an, da gibt es auch Baba Shrimp und das ist ja die einzigste Kette, habe ich da auch schon gesagt, wo erst der Film gab und dann wurde halt die Restaurantkette gegründet nach dem Film. Und hier sitzt normalerweise Forrest. Seine Pralinen hat er noch liegen lassen und seine Schuhe. Ihr kennt diese Bank, wo er dann halt die Geschichte erzählt. Da könnt ihr euch auch hinsetzen, könnt ein Foto machen. Und jetzt sind wir hier. Und wir haben diesen mega Strand vor uns. Und viele wissen das ja auch nicht, das ist das Ende der Route 66, der historischen. Die gibt es ja so nicht mehr, die wurde ja eingestampft, beziehungsweise dann wurde sie halt als historische Route 66 so ein bisschen wiederbelebt. Und ja, hier ist eigentlich das Ende am Pier. Da vorne läuft wieder Musik. Ich will wieder weg hier, weil ja, YouTube sperrt andauernd Videos, wenn da Musik drin läuft und so. Oh, scheiße. Aber muss ich mit leben, halt auch im Supermarkt oder so, wenn ich dann halt was gepostet habe. Und weil ich die Musikrechte nicht hätte oder so. Selbst wenn ich halt am Auto vorbeilaufe und da ist Musik, heißt es von YouTube, das Video ist gesperrt. Es sind ein paar Videos ganz gesperrt gewesen, da musste ich die Musik rausnehmen. Also wundert euch nicht, wenn da auf einmal kein Ton ist im Video. Oder ein paar Videos, zum Beispiel das Santa Monica mit der Straßenbahn nach Downtown, ist halt für Amerika und für ein paar andere Länder gesperrt. Für Deutschland nicht, Gott sei Dank. Aber hier in Amerika kann ich das gar nicht in den Suchergebnissen finden von YouTube, weil es für Amerika gesperrt ist. Weil da irgendwo in der 20. Minute oder irgendwas war da, oder 10. Minute war ein kleines Musikstück von 20 Sekunden. Und ja, das kotzt einen so ein bisschen an. Weil mir geht es ja nicht um die Musik, sondern es ist ja nur so ein störender Nebeneffekt. Aber ja, so ist das mittlerweile. Mit der Internetfreiheit. Hier vorne kannst du dir schöne Bilder machen lassen mit deinem Namen. Und ja, natürlich kriegst du ja auch T-Shirts und allen möglichen Krimskrams. Und natürlich auch ein bisschen was zu essen, aber die Preise natürlich schon. Ja, so sau. Nicht nur das Popcorn ist gesagt, sondern auch die Preise halt. Und die Leute, die mich persönlich kennen, die wissen, dass ich so einen großen Scooby-Dooby-Doo habe. Und den habe ich vor Jahren hier gewonnen, an diesem Stand. Der stand vorne ein paar Meter weiter nach vorne, aber das war dieser Stand mit den Wasserstrahlen. Und heute gibt es da halt komische, keine Ahnung was, zu gewinnen. Das hat $4 damals gekostet, heute gibt es kostet $5 im Spiel. Und
wer dann zuerst dann halt mit dem Wasser das Tier da oben hat gewonnen. Und ich habe dann einen geilen Scooby-Doo gewonnen, den habe ich immer noch. Das war, wo ich einen Monat in Los Angeles war. Das hat echt Bock gemacht. Und nochmal ein Gruß an Mama. Mama hat letztes Mal den Schwanz genäht, weil der Schwanz war hinten aufgeplatzt und es kam schon dieser Schaumstoff raus. Lieben Gruß, Mama. Was hier auch gab, früher war ein Popcorn-Automat, also wie so ein Cola-Automat, nur für Popcorn, und dann hast du halt Geld reingeschmissen und dann hat der Automat frisches Popcorn gemacht. Das fand ich ganz geil, das hat irgendwie nur $2 gekostet. Popcorn hat auch geschmeckt, ist aber leider nicht mehr da. Sehr schade. Vielleicht gewinne ich ja hier so ein geiles Teil. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Das mit dem Wasserstrahl ist einfacher. Wenn man sich das vorher zweimal angeguckt hat und weiß, dass man sofort ab der ersten Sekunde mit dem Wasserstrahl da reintrifft. Aber es gibt natürlich was anderes. So, Fußball. Aber 5 Bälle, $10 ist schon heftig. Oder das kennt man auch aus Deutschland, von der Kirmes. Das ist ja meistens mit Pferden und so. Und Luftballone. Keine Ahnung. Und es gibt Haie. Haie gibt es auch noch. Ich möchte jetzt langsam mal runter zum Pier, bevor ich den Sonnenuntergang verpasse. Also es ist für jeden etwas dabei. Hier vorne ist noch ein geiler Popcorn-Stand. Da gibt es auch wieder Popcorn mit Cheddar und so weiter. Und jetzt gehen wir noch einmal durch die Spielhalle. Aber es gibt hier noch ein paar andere Sachen, klar. Aber viel für kleine Kinder und nichts für große Kinder. Und hier vorne gibt es Airhockey und ich liebe Airhockey zu spielen. Also wenn ihr das Video seht und ich bin noch in L.A., kommt vorbei und wir spielen eine Partie Airhockey. Und Flipper sind natürlich auch ganz geil. Irgendwann habe ich meinen eigenen Flipper im Büro. Oh.
Großteil hier habe ich in Paris gespielt. Also wenn ihr das Video sehen wollt, schaut euch ein Video in Paris an, da habe ich das hier gespielt. Wir sind ja im Wilden Westen, hier kannst du natürlich auch schießen im Saloon und so auf die Katze oder so oder auf irgendwelche Weinfässer. Also da vorne sind auch noch ein paar Spiele, kommt einfach mal hier hin. Und natürlich gibt es hier auch den Wahrsager. Und ja, die Sonne gibt es natürlich auch immer noch, Gott sei Dank. Aber nicht mehr lange. Und wenn ihr Bock habt, und wow, sind das hier geile Räder. Also wenn die nicht cool sind, dann weiß ich auch nichts. Ich liebe ja so Fahrräder und sowas sieht man hier alles. Also und immer wieder was Neues. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die einen Dollar haben wollten oder so, weil die da so standen und eine Mütze oder so. Ja, hier waren wir jetzt gerade schon mal bei der Frau mit den Buchstaben auf den Schildern, auf den Postern. Und da vorne sind wir gerade im Park reingegangen und sind eine Runde gelaufen. So. Mal schauen. Hier ist immer etwas los. Heute ist Gott sei Dank nicht so voll. Gestern war hier brechend voll. Aber ich war gestern nur aus weiter Entfernung und habe mir das angeguckt. Und da sind wir wieder. Und jetzt suchen wir uns da vorne ein schönes Plätzchen. Vielleicht habe ich das Glück, dass er ein toller Musiker ist. Und kriegst du auch schöne Brezel.
So, ich will euch gar nicht langweilen, deshalb mache ich jetzt einfach mal Schluss für heute. Und wenn ihr Bock habt, unter dem Video ist auch noch mein Instagram-Account. Klickt da einfach mal drauf, da poste ich auch immer aktuelle Fotos, wo ich gerade bin. Und abonniert doch einfach mal meinen Instagram-Account, darüber würde ich mich auch freuen. Und zurzeit folgen mir so 1700 Leute. 1740, 50. Dann verlassen mich wieder ein paar. Und dann kommen wieder ein paar dazu. Aber so die 8000er-Marke habe ich noch nicht, die 1800er-Marke habe ich noch nicht geknackt. Deshalb abonniere einfach mal meinen Instagram-Account. Ich freue mich tierisch darüber. Und ich zeige dir jetzt noch einmal schön die Sonne. Beziehungsweise ich mache das so, ich zeige dir den Strand von hier aus. Der sieht auch schön aus. Und dann bin ich weg. Ciao.